Das ist Bobby McWingface. In dieser Challenge versuche ich ihn 100 Tage am Leben zu lassen, mindestens. Und ich hoffe, unser guter Bobby und sein dicker Ass überleben die 100 Tage. An seinem ersten Tag hat unser Bobby erstmal die Lage gecheckt, wo er überhaupt gespawnt ist, in welchem Haus, ist er ein komplett fremdes Haus. Und wie jeder normale Mensch macht er erstmal die Glotze an und checkt die Nachrichten. In den Nachrichten wird allerdings von irgendeiner Apokalypse und menschenfressenden Menschen geredet. Und man soll sich einen Unterstand suchen, man soll sich verstecken. Ganz weird, unser kleiner Bobby weiß gar nicht, was abgeht. Total in Panik geraten, versucht er jetzt erstmal geilen Loot zu finden in diesem fremden Haus. Und da hat er schon eine Magnum gefunden, das ist schon mal nicht schlecht. Ist Amerika, da hat jeder eine Granate im Schlafzimmer, ist ja ganz normal. Die grabt er sich natürlich erstmal. Jetzt sind wir armed, jetzt kann es nichts mehr was anhaben. Okay, das war auch schon der Loot im Haus. Jetzt geht Bobby erstmal nach draußen und trifft auf unseren netten Nachbarn, dem er erstmal die Rübe einschlagen muss. So, das ist erledigt. Ich denke mal, dann können wir auch zum netten Nachbar rübergehen und mal sein Haus durchsuchen. First of all bin ich erstmal in die Garage eingebrochen, in der ich einen Generator gefunden habe. Bis auf den Generator habe ich sonst nichts darin gefunden, außer eine Staubmaske, die ich sicherheitshalber mal angezogen habe. Man weiß ja nicht, ob der Virus eventuell auch über die Luft übertragbar ist. Sicher ist sicher. Im Haus des Nachbarn angekommen, habe ich dann erstmal seinen Lebensmittelvorrat geplündert. Ich denke mal, den wird er jetzt höchstwahrscheinlich nicht mehr gebrauchen, dort wo er jetzt ist. Ach, by the way, unser Nachbar hat auch noch Munition gehabt. Die 45er ACP, die hat uns noch gefehlt. Die grabben wir uns natürlich. Da hat er noch eine Knarre gehabt, aber die habe ich erstmal liegen gelassen. Und hier im Schlafzimmer des Nachbarn habe ich eine sehr geile Waffe übersehen. Seht ihr sie? Genau da. Ein dummes Stück Scheiße. So, jetzt laden wir erstmal unseren Revolver durch. Damit wir uns auch gut verteidigen können im Notfall. Next Step bräuchte ich ein Auto am besten, damit ich mich auch gut vorwärts bewegen kann. Und da habe ich auch schon eins gespottet auf dem Parkplatz. Allerdings wird es bewacht von, naja, diesen Dingern. Ich habe überlegt, ob ich sie abknalle, aber ich denke mal, es wäre schlauer, sie einfach beizurufen und mit dem Basie auf der Straße hinzurichten, was, denke ich mal, ganz gut geklappt hat. So, auf dem Parkplatz angekommen, habe ich auch schon einen Key gefunden, der da rumlag. Glücklicherweise, das ist nicht so oft der Fall. Jetzt muss ich allerdings noch das Auto zum Key finden. Ich habe gedacht, das wäre eins von diesen coolen Autos, deswegen habe ich erstmal die großen abgecheckt. Aber wie ich dann feststellen musste, war es diese kleine Pisskarre, die auch noch komplett am Arsch ist. Und ja, der Schlüssel hat gepasst, aber der Tank war natürlich leer. Wie immer. Kein Kraftstoff. Auf dem Weg zum nächsten Haus habe ich erstmal den Hauseigentümer den Kopf eingeschlagen, der da draußen gechillt hat. Und wollte dann, wie ein normaler Mensch das halt tut, durchs Fenster einsteigen. Da ist das passiert, wovor ich gehofft habe, dass es erstmal nicht passieren wird. Eine Alarmanlage. Das ist ja schlecht. Weil jetzt heißt es wegrennen. Weil das lockt alle Zombies im Umkreis von, I don't know, ein paar Kilometern an. Und die wollen nämlich alle mein Hirn snacken. Das ist nicht so pretty. Das sind eindeutig zu viele für meinen kleinen Basie. Der hält das nicht aus. Da muss ich wegrennen und mich irgendwie verstecken oder so. Alright, ich habe mir dieses kleine Hütchen hier ausgesucht, weil es verbarrikadiert war. Und bin dann erstmal durchs Fenster eingestiegen. Klar, wie immer, ne? So, nachdem ich drin war und das Fenster verschlossen habe, was allerdings nicht viel bringen wird, da der Zombie es höchstwahrscheinlich gleich eingebrochen hat, habe ich erstmal das Haus durchgecheckt. Allerdings musste ich feststellen, dass alle Fenster am Arsch sind. Das heißt, dass durch jedes Fenster ein Zombie quasi einfach durchstolpern kann. Genau wie jetzt. Da hat gerade ein Zombie das Fenster eingeschlagen. So, den müssen wir mal kurz hinrichten. Oh, er hat einen Kollegen dabei. Okay, dann ihn und seinen Kollegen. Beim Durchsuchen des Hauses habe ich dann endlich mal einen Dosenöffner gefunden. Das heißt, ich kann all meine gebunkerten Dosen öffnen. Next Step habe ich mich erstmal wieder vor die Glotze geworfen, um erstmal vor dem Schock runterzukommen, dass ich eben vor einer ganzen Horde von menschenfressenden Dingern abgehauen bin und es gerade so überlebt habe, in dieser Bruchbude. Ich habe mir gedacht, ich mache dann erstmal die Vorhänge von allen Fenstern zu, was
Naja, was wahrscheinlich nicht viel bringen würde, weil die Zombies können trotzdem durchstolpern. Aber sie können mich auf jeden Fall nicht sehen und eventuell nicht getriggert werden. Ich habe gehofft, ich überlebe die Nacht einfach mal. Vorm Schlafengehen habe ich mir dann noch ein bisschen was das Buch gegönnt, um mich ein bisschen von den Gedanken abzudenken, dass ich in einer Bruchbude bin, gefangen von Zombies. Nach einem kurzen Drink habe ich mich dann noch ins Bett gelegt, in der Hoffnung, dass in der Nacht kein Zombie reinkommt und mir das Hirn wegfrisst. God bless.